Hey ho, meine Lieben, habt ihr das gesehen? Da steht schon der Vakuumierer und Teriyaki und Sojasauce. Was machen wir heute? Wir machen Black Angus Flank Steaks aus Uruguay. Habe ich auch wieder von My Steak Shop bezogen. Ja, und ich muss sagen, so teuer sind die jetzt gar nicht gewesen. Kann man verkraften. Alles weitere könnt ihr unten im Link nachlesen. Vakuumbeutel, Teriyaki und Sojasauce mit hinzu. Einvakuumieren, Sowietgarn auf 56 Grad. So eineinhalb Stunden. Ja, vielleicht auch zwei Stunden. Schauen wir mal. Und dann ab auf den Grill noch ein paar Röstaromen. Salz, Pfeffer etc. Wenn wir noch was brauchen, hinterher. Aber jetzt tun wir sie erst einmal einvakuumieren. Jo, ich glaube, das ist das Allereinfachste von dem ganzen Spiel hier. In diesen Packungen sind übrigens zwei Stück drin. Ich habe sie ganz leicht der Länge nach eingeritzt. Auf beiden Seiten. Da kann dann die Soße, Marinade etwas besser einwirken. Tun wir jetzt beide in den Beutel rein. Ja, das ist wieder die ganz zähe Teriyaki-Soße. Schütten wir sie rein, dann ist sie weg. Ja, wir haben bloß noch zwei Flaschen von denen. Aber die kriegt man auch irgendwann einmal noch los. So, macht gar nichts, weil ich noch so eine andere auch noch habe. Von der schütten wir jetzt auch noch ein bisschen was hinterher. Ein bisschen von der Sojasauce und dann reicht es auch schon. Dann können wir das hier erst einmal noch ein klein bisschen durchwalken. Beim Einvakuumieren müssen wir halt jetzt aufpassen, dass es uns nicht die Soße rauszieht. Sprich rechtzeitig aufhören mit dem Vakuumziehen. Und speisen. Jo. So, jetzt kann man es noch mal ein klein bisschen durchwalken. Am besten wäre es natürlich gewesen, man hätte es jetzt noch mal an Tag oder einen halben Tag liegen lassen, aber ich habe die Zeit heute nicht mehr. Tja, wir haben es schon wieder 7:30 und deswegen kommt es jetzt sofort, sobald ich ihn hier draußen stehen habe, dann ins Wasserbad. Wie gesagt, 56 Grad. Freunde, ich habe das Ding eingeschaltet. Ein bisschen Wasser fehlt noch. Auf 56 Grad ist es gestanden. Die dürft ihr ja auch dann gleich erreicht haben. Ja, und ach komm, was soll's. Schmeißen wir das auch gleich mit rein. Was drin ist, ist drin. Gerät steht auf insgesamt 3 Stunden. Wir wollen circa 1,5, maximal 2. Das wäre dann 8:45. Wir haben es jetzt 8:15, 9:15. Spätestens 9:45, 9:30. Wow, das wird heute sehr spät. Tja. Was machen wir heute noch? Wir testen heute mal Kohlen an und die zeige ich euch jetzt. Ja, auf der DGM kam jemand auf uns zu, auf mich und ein paar andere auch. Beef Buddy war da auch dabei und hat uns ja jeden so einen Sackel Liebfeuerkohl zur Verfügung gestellt. Wir möchten sie doch mal ausprobieren. Machen wir doch gerne.
warum auch nicht. Ob die mittlerweile schon online zu bestellen sind, kann ich euch leider nicht sagen. Ich werde mal danach googeln. Sollte ich einen Link finden, werde ich es unten verlinken. Ja, so einfach ist es. Wie gesagt, es hat sogar schon gleich 50 Grad. Flanks, Sous-Vide-Garn und dann auf die Kugel mit den Liebfeuerkohlen. Bis nachher. Während hinter mir das Ding schon 53,2 Grad erreicht hat, ja, habe ich schon mal den Kohlensack ausgemacht und Halleluja, da kommen schöne Brocken raus. Aber hallo, also wenn, wohlgemerkt wenn solche Brocken in jedem Sack drin sind, dann ist die Kohle mal richtig geil. Kommen da bloß so geile Brocken raus. Ja, klein bisschen kleineres kommt auch noch mal mit. Ah, unten kommen ein bisschen kleinere raus. Aber das ist ja auch vollkommen legitim. Im Großen und Ganzen. Lauter Ungetüme. Ja, ich mache heute eins auf Professor Schlaubauch. Ich richte mir alles vorher her, damit ich später da nichts mehr aufräumen muss. So einfach ist es. Gut, tue jetzt noch die Anzünder unten rein und dann werde ich später dann rechtzeitig anfeuern. Jo, jetzt haben wir es dann gleich. Eineinhalb Stunden, Viertelstunde noch, dann haben wir sie. Und ja, da tun wir es drüben auf den Grill packen. Leute, diese Nachtaufnahme musste ich euch unbedingt noch zeigen. Also, so sieht es nach ca. 15 bis 20 Minuten aus im Anzugkamin. Und machen wir Licht wieder an. Ja, dann können wir die Kohlen in den Grill einfüllen. Die scheinen wirklich eine gute Hitze zu machen. Jetzt wollte ich gerade sagen, so extrem ist der Funkenflug bei denen gar nicht, aber ja, das ist. Ja, es hält sich in Grenzen. So, dann wuchten wir das Gitter drauf, lassen das schön heiß werden und dann können wir auch in 5 Minuten circa die Steaks draufhauen. Die Flanksteaks. So Freunde, dann wollen wir mal die Flanks aus ihrer Schale befreien hier. Ja, Folienhülle, Schale. Also eineinhalb Stunden waren jetzt schon sehr knapp bemessen, aber es kommt ja jetzt noch direkt auf die Glut und ja, da zieht es auf alle Fälle noch komplett durch. Es kann natürlich jetzt auch sein, dass die Kerntemperatur nachher etwas höher geht, aber das ist heute definitiv gewollt, weil wir wollten es nicht ganz so rot haben heute. Ich glaube, da mache ich eins nach dem anderen. Da kann man ja eh fast dabei zuschauen, wie das
ja, fertig wird. Machen wir kurz den Deckel zu. Minütchen oder so, bis es sich halt dann von selber löst. Und dann können wir es auch schon umdrehen. Ah ja, ein bisschen geht schon noch. Ich glaube, das drehen wir nachher nochmal um. Und einmal drehen dann noch und dann ist gut. Ja, hier könnte es noch ein bisschen mehr gebrauchen, aber lassen wir es mal so gut sein. Auf der Seite noch einen kleinen Augenblick. Blitzekleinen Augenblick, mein Schatz. Das kannst du doch braten, ich schon tot ist. Nein, glaube ich nicht. Hast du eigentlich Schneckpfeffer? Jo. Komm jetzt. Leute, ich muss es raus tun. Mein Schatz steht mit dem Messer da. Brett her, bitte. Oh, geil. Geil, geil, geil. Und während mein Schatz da zum Säbeln anfängt, tue ich hier gleich das nächste drauf. Wir werden mit Sicherheit heute nur eins essen. Und ja, das zweite habe ich schon eine geile Idee, was ich damit morgen mache. Ich komme mit der Kamera. Yeah. Boah, schau mal. Du hast gesagt, du willst es heute nicht so blutig. Ja, aber das ist jetzt schon fast grenzwertig. Aber gut, aber schön saftig. Ja. So. Oh, dann schneid mir eins in. Oh, nehme ich ein ganzes. Wir nehmen heute den Steckpfeffer von Klaus. Der Kompressor ist an, warum das? Ja, da haben wir letztens die Smokerratte aufgepustet, den Reifen. Ja. Ja, Leute, dann mache ich mal ein Probierle. So, Freunde, das Probierle. Jetzt hätte ich mich fast verschluckt. Ist sehr geil. Also, dafür, dass das 1,2 Kilo oder wie viele es sind, unter 40 Euro liegt. Wow. Wirklich wahnsinnig lecker. Also so jetzt diese Zubereitungsweise in Teriyaki-Soße, so wie dann auf dem Grill, passt hervorragend. Einen schönen, leckeren Steckpfeffer drüber, egal jetzt ob von Klaus Grill, von der Grillshow, von
vom Steak Shop selber. Wir haben da ja auch was. Also Schatz sagt auch lecker. Dann wären wir ja mit unserem Fazit auch schon durch. Und Leute, ich finde es wirklich richtig geil. Wir sehen uns im nächsten Video. Ciao. Da verarbeite ich dann das andere Flanksteak zu was anderem.